mein Name ist Dr. Frank Logamp. Ich bin hier in Münster als Kieferorthopäde tätig am schönen Prinzipalmarkt und das auch seit 2001. Also der Unterschied zwischen Kieferorthopädie und sagen wir mal allgemeiner Zahnheilkunde ist halt, dass wir hochspezialisiert eben nur Zähne bewegen auf gut Deutsch, nicht? Und wir verändern die Lagebeziehung Oberkiefer zum Unterkiefer. Wir schließen Lücken, wir öffnen Lücken, wir bewegen Zähne in alle möglichen Richtungen und das ist eben eine Spezialisierung, eine Weiterbildung. Die Techniken, mit denen wir Zähne bewegen. Es gibt herausnehmbare Techniken und es gibt festsitzende Techniken, die jeder kennt. Das sind diese Brackets. Lose Klammern verwenden wir sehr, sehr gerne bei Kindern und bei Jugendlichen. Vor allen Dingen auch, um dann den Biss zu korrigieren. Und dann gibt es eben auch andere lose Klammern, Aligner. So transparente Kunststoffschienen sind das. Damit macht man erwachsene Patienten in aller Regel glücklich, damit man eine sehr angenehme und auch für den Patienten unsichtbare Behandlung durchführen kann. Das Durchschnittsalter unserer Patienten ist ziemlich variabel. Nicht? Man beginnt, es gibt gewisse Dinge, die müssen sehr, sehr frühzeitig behandelt werden. Wir reden über das 6. oder 7. Lebensjahr. Dann die klassische Behandlung, 10. bis 12. Lebensjahr. Da würde man in dem Alter etwa beginnen. Aber es gibt natürlich auch immer mehr erwachsene Patienten, die sich ärgern, dass ihre Zähne verschoben sind und die wieder gerade Zähne haben wollen oder ein netteres Lächeln haben wollen. Bis hin ins höchste Alter ist das eigentlich alles denkbar. Sodass wir also vom Kind bis zum Greis im Grunde alles in unserer Klientel haben. Ich bin Urmünsteraner, also für mich kam eigentlich nie ein anderer Standort in Betracht. Ich habe auch im nördlichen Ruhrgebiet gearbeitet, aber eigentlich bin ich Urmünsteraner. Liebe Patienten, wenn irgendwas stört oder Sie Fragen oder Anregungen wünschen, rufen Sie uns jederzeit an. Wir sind immer für Sie erreichbar.